Et brennende ønske om å vende meg fra matematikken mot kjærligheten har begynt å vokse inni meg, men jeg har aldri fortalt noen om disse følelsene. Wem das hier spanisch vorkommt, liegt falsch. Das Institut für Nordische Philologie und Skandinavistik der WWU Münster hatte für den 16. Januar zu einem norwegischen Kulturabend in der Studiobühne eingeladen. Stargast war die Schriftstellerin Kjersti Skomsvold, die für ihren neuen Roman »Meine Gedanken stehen unter einem Baum und sehen in die Krone« auf Lesereise durch Deutschland war. In ihrem Buch geht sie der Frage nach, ob es für eine junge Mutter möglich ist, an ihren Träumen festzuhalten. Der Abend begann jedoch mit einer Lesung aus ihrem vorangegangenen Roman 33, in dem eine lebensbedrohlich erkrankte Frau auf ihr zum Teil tragisches Leben zurückblickt und zu ergründen versucht, ob sie das Glück doch noch finden kann. Die introspektive Erzählweise beider Bücher des Abends wirft Fragen existenzieller Natur auf. Für Skomsvold ist das aber auch ein Teil des Schreibprozesses. I think writing to me is existential and sort of a way to keep the world in balance. And the books are about, I think, isolation, but also exposing yourself to other people and the world on the outside. Die Lesung aus dem Roman 33 verlief im Wechsel zwischen Passagen im norwegischen Original und den Übersetzungen, vorgetragen von Studierenden der Skandinavistik. Für den Veranstalter Magnus Engsing, norwegisch Lektor an der Uni Münster, sind solche Abende eine gute Gelegenheit, seinen Studierenden über den Uni-Alltag hinaus etwas zu bieten. Im Rahmen meiner Lehrtätigkeit betrachte ich es als meine Aufgabe, den Studierenden eben auch die, nicht bloß die Theorie zu vermitteln, sondern über eben auch den Besuch norwegischer Autoren ein bisschen was von der Realität, die auf sie zukommen kann, dann auch im Berufsleben schon mal an die Hand zu geben und zu zeigen, wozu sie das, was sie lernen, wirklich auch einsetzen können. Und jetzt lagen die weisen Worte auf meiner Zunge wie ein Kirschkern, der mich den Hals hinunterpurzeln wollte. Und mir wurde klar, dass die Situation für das Publikum noch unangenehmer sein musste. Ich saß dort, als müssten sie einer Warzenoperation beiwohnen. Eine Besonderheit dieses Abends war, dass über die Lesung hinaus noch das Theaterstück K dargeboten wurde, das auf dem Roman 33 basiert. Unter der Regie von Sabit Dannenberg spielte Sarah Giese die Titelfigur K in ihrer Gedankenwelt während der lebensrettenden Lungenoperation. Und ich nur das will, die Beine sammeln, sie unter den Arm klemmen und davonrennen. Wegen der zum Teil sehr intimen Gedanken und des körperbetonten Spiels stellt die Rolle der K für Sarah Giese eine besondere Herausforderung dar. Es ist eine Tour de Force, weil es emotional so eine ganz starke Achterbahnfahrt ist und dann noch so viel Bewegungstheaterelemente mit da drin sind. Aber es macht richtig Freude, so merkwürdig das klingt, weil es ja wirklich auch eine Fahrt ist und auf was hinausläuft. Also es ist irgendwie wirklich ein klares Ziel, wo es hingeht und großes Geschenk, dass ich das spielen darf. Es war das erste Mal, dass Kjersti Skomsvold das Theaterstück in Person gesehen hat. Entsprechend beeindruckt zeigte sie sich im Anschluss. I'm blown away. It was so powerful and so such a strong experience to see. And even though I don't speak German, she had me the whole time. It was impossible to think about something else. She was so present in her interpretation of the novel. So I thought she did brilliantly. Yeah. Sie hat es schon gesehen. Wir haben das, als wir das vor einem Jahr im Theater im Pumpenhaus hier in Münster gespielt haben, auch aufgenommen und ich habe es ihr geschickt. Aber es war jetzt nochmal ganz anders zu wissen, dass sie wirklich physisch anwesend ist. Die Übersetzerin ist anwesend und das war echt aufregend. Es war schön, es gab einen tollen Moment. Die sind beide nach der Aufführung hinter die Bühne gekommen und waren gerührt und haben gesagt, dass sie völlig weggepustet sind und ganz glücklich mit der Adaption. Zum Abschluss des Abends stand noch die Lesung aus dem Roman »Meine Gedanken stehen unter einem Baum und sehen in die Krone« auf dem Programm. Die deutschsprachigen Passagen wurden hierbei von der Übersetzerin des Buches, Ursel Allenstein, vorgetragen. Veranstaltungen wie diesen norwegischen Kulturabend führt das Institut für Nordische Philologie und Skandinavistik regelmäßig durch. Also allein in diesem Semester hatte ich drei
norwegische Autoren hier. In dieser Reihe ist jetzt Kjersti Skomsvold die letzte. Aber klar, so Autoren wie Thomas Espedal oder Karl-Uwe Knausgård konnten wir in Münster auch schon begrüßen. Für das kommende Semester ist zwar erstmal kein norwegischer Kulturabend geplant, in der Zukunft sollen aber in jedem Fall weitere Veranstaltungen dieser Art stattfinden.